Madvans, 1-1 steht es nach den ersten beiden Viertelfinalspielen gegen die Bonner gestern. Knappes Spiel heute, auch wieder knappes Spiel. Zweimal war da hinten, heute hat die Aufholjagd geknappt. War dann im achten Inning irgendwo, ist der Knoten endlich geplatzt, glaube ich. Genau, also auf jeden Fall sehr wichtig. Also wenn wir 2-0 hinten werden, dann ist es echt schwierig, nach Bahn zu fahren und dann 3 wieder zurückzuholen. So, das war echt ein wichtiges Spiel. Es hat ein bisschen gedauert, also der Starting Pitcher war echt stark, also von denen echt sneaky. Aber er ist dann am Ende ein bisschen müde geworden, wir haben oft gesehen und dann hat es ein paar Mal geklappt. Ja, du selber dann auch mit einem ganz wichtigen Double, die Bases waren geladen, du hast abgeräumt im achten Inning, das war so dann der letzte Kick, den ihr, glaube ich, gebraucht habt, dann auch, um da die Punkte zu machen. Ja, ich bin froh, dass ich wieder mitgeholfen habe. Also die letzten paar Wochen war ich also nicht so stark drauf. Und der Rest hat also echt ordentlich geschlagen. Jetzt bin ich also glücklich, dass ich also wieder ein bisschen mitgemacht habe und beigetragen habe. Auch also ein bisschen schade, dass ich nächstes Wochenende nicht dabei sein kann. Also ich freue mich, dass ich dieses Wochenende dann was geleistet habe. Du sagst es, jetzt geht's nächste Woche gegen Bonn, 1-1, alles offen. Was müsst ihr vielleicht noch mal ein kleines bisschen die Woche dran arbeiten, dass es nächste Woche dann vielleicht offensiv noch ein bisschen eher in den Innings auch klappt? Genau, ja, das wollte ich sagen. Also wir müssen schauen, dass wir von Anfang an bereit sind und viel schneller die Adjustments machen, die wir machen müssen. Also jetzt haben wir die Pitcher also schon mal gesehen. Also ich hoffe, dass wir dann besser starten also im Spiel und nicht bis zum 7., 8. Inning warten müssen, bis wir ein paar Punkte kriegen. Und da müssen wir einfach also dranbleiben diese Woche im Training, dass wir bereit sind für das Wochenende. Dann wünschen wir euch viel Erfolg für nächste Woche. Danke dir, Matt. Dankeschön.